Ja, liebe Freunde, heute möchte ich mal ein Video machen, das ein klarer Beweis dafür ist, dass wenn man etwas mit Liebe macht, dass es einen gewaltigen Unterschied macht. Schaut mal, heute haben wir den 29. Oktober und das ist die Hecke bei uns im Garten. 29. Oktober, die Hecke blüht und treibt neue Blätter aus, wie ihr seht, komplett hier. Und das ist mein Rasen. 29. Oktober. Ich pflege meinen Garten mit Liebe. Ich habe meine Hecken vor 3 Monaten geschnitten mit Liebe, weil ich möchte, dass sie gedeiht, dass sie schön ist, dass sie in Form ist und dass wir hier ja ein schönes Anwesen haben. Und so sieht meine Hecke heute aus am 29. Oktober 2018. Unsere Hecke ist eins mit der Hecke des Nachbarn. Jetzt zeige ich euch mal den Unterschied. Beim Nachbar kommt ein Gärtner, der den Garten pflegt. Und jetzt schaut mal an, hier ist die Hecke, eine Hecke, genau in der Mitte der 2 Grundstücke geht die Hecke auseinander. Obwohl sie dieselben Wurzeln haben, blüht die Hecke auf unserer Seite und auf der Seite des Nachbarn blüht sie nicht. Seht ihr, genau bis zur Mitte geht die Blüte hier. Und das ist die Hecke vom Nachbarn, zur selben Zeit geschnitten. Von einem Gärtner, der einfach seine Arbeit tut. Seht ihr den Unterschied hier? Und das ist der Rasen des Nachbars, wo einfach ein Gärtner kommt und seine Arbeit tut. Er macht seine Arbeit, weil er es tun muss. So sieht die Hecke aus beim Nachbar und so sieht die Hecke aus und der Rasen bei uns. Das ist der absolute Wahnsinn, der zeigt, was man mit Liebe für einen Unterschied machen kann. Und ganz gewaltig eben der Unterschied hier mitten auf der Hecke, wo ihr seht, genau in der Mitte teilt sich das, wo die Hecke blüht und nicht mehr blüht. Obwohl sie unten dieselben Wurzeln hat. Das ist ein und dieselbe Hecke mit denselben Wurzeln. Also gewaltig. Deshalb, egal was ihr tut in eurem Leben und überall, ob in eurem Garten, in eurem Beruf, in eurer Familie, tut es mit Liebe. Denn Liebe macht den Unterschied, wie eure Dinge im Leben gedeihen.